Guten Morgen zusammen. Heute brauchen wir Platz, um ein Bild auf der Oberfläche unserer Metallplatte zu erzeugen. Wenn ihr eine Zinkplatte mit einer kratzerfreien, polierten Oberfläche habt, kann es losgehen. Ist das nicht der Fall, empfehle ich euch mein diesem vorangegangenes Video. Oder ihr erwerbt direkt im Kunsthandel eine Platte, dann schaut diese wahrscheinlich so aus. Die Kanten sind bereits facettiert und die Oberfläche ist glatt poliert. Dennoch solltet ihr immer prüfen, ob die Oberfläche unbeschädigt ist. Ist sie das nicht, dann bearbeitet sie nach. Die Schutzfolie solltet ihr am besten erst wirklich kurz vor dem Arbeiten abziehen. Bevor ihr euch an euer eigentliches Bild begebt, solltet ihr dringend auf einer Testplatte das Arbeiten auf der Metalloberfläche üben. Hierzu könnt ihr eine Plastikplatte benutzen. Rhenalon oder Plexiglas könnte man später sogar drucken. Es funktioniert aber auch eine alte CD. Die Kaltnadelradierung funktioniert durch Kaltverformung des Metalls. Ihr benutzt Werkzeuge, um damit die Oberfläche eurer Platte zu verletzen und so ein Motiv in die Oberfläche zu bringen. Grundsätzlich ist an Werkzeug alles geeignet, mit dem man die Oberfläche verletzen kann. Es funktioniert ein solcher Dreikantschaber. Das klassische Werkzeug ist eine solche Radiernadel. Es funktioniert aber auch ein Cutter oder ein spitzes Messer, eine Reißnadel oder auch einfach ein Nagel, der groß genug ist, um euch gut in der Hand zu liegen. Das für die Kaltnadel benutzte Werkzeug sollte dabei härter als das Metall der Platte sein oder zumindest hart genug, um es zu verletzen. Für gewöhnlich ritzen wir in der Schule mit einer Stahlnadel in die Zinkplatte. Wenn ich mit der Radiernadel arbeite, dann nehme ich das Material nicht aus der Platte heraus, sondern ich verforme das Metall und werfe dabei einen Grat auf. In diesen Graten oder Furchen haftet beim Druck die Farbe. Je tiefer ich mich in das Metall hineingrabe, desto höhere Grate entstehen. In starken Vertiefungen kann mehr Druckerschwärze haften und so entstehen am Ende dickere, kräftigere Linien. Aber je nachdem, mit welchem Werkzeug ich arbeite, kann ich unterschiedlich tiefe oder breite Spuren in der Oberfläche hinterlassen. Das Ganze ist abhängig von dem Druck, den ich erzeuge, von der Richtung, in die ich arbeite und natürlich auch von dem Winkel, in dem ich mein Werkzeug zu meiner Platte positioniere. Wie ihr seht, kann ich mit dem Dreikantschaber auch breitere, dafür aber auch gleichzeitig flachere Linien hinterlassen. Das klassische Kaltnadelwerkzeug ist die Radiernadel. Das sind gehärtete Metallnadeln, die in einen stabilen Holzgriff eingefasst wurden. Nutzt ihr sie ab, so könnt ihr den Halter wie bei einem Bleistift nachschneiden und die ganze Länge der Nadeln aufbrauchen. Eine Radiernadel ist recht leicht, sie eignet sich super für Feinheiten. Für tiefere Linien müsst ihr viel Druck aufwenden. Interessant an der Kaltnadel ist also, dass man später am Druck die Kraft erkennen kann, die ihr beim Zeichnen aufgebracht habt, weil die Linie an- und abschwellt, je nachdem wie stark ihr aufgedrückt habt. Es geht bei der Kaltnadelradierung also auch darum, eine individuelle Linienführung zu erhalten. Wie bereits gesagt, lassen sich hierfür auch etwas unkonventionellere Werkzeuge benutzen. Euer Werkzeug sollte euch gut in der Hand liegen und ihr solltet die Kontrolle darüber haben. In der Schule benutzen wir gerne solche Reißnadeln aus dem Fliesenlegerbedarf. Diese bringen schon ein bisschen mehr Eigengewicht mit als eine Radiernadel. Sie liegen trotzdem gut in der Hand und ihr könnt sehr feine Linien damit ziehen. Kommen wir nun dazu, mit welchen grafischen Mitteln ihr auf eurer Oberfläche arbeiten könnt. Das fundamentale Darstellungsmittel der Kaltnadel ist die Linie. Zum Kennenlernen von Werkzeug und Platte eignet es sich, wenn ihr erst einmal versucht, in eurer Oberfläche saubere, möglichst gleich lange, parallele Geraden im gleichen Abstand zu ziehen. Klappt das gut, dann setzt weitere Linien in die Zwischenräume, möglichst ohne die vorherigen Linien zu berühren.
Auf diese Weise erzeugt er eine sehr saubere Parallelschraffur. Der Begriff Schraffur lässt sich herleiten über das italienische Verb sgraffiare, das kratzen bedeutet. Damit gemeint ist die Gesamtheit vieler feiner, in gleichen Abständen nebeneinander gesetzter Linien. Wenn ihr mit der Zeit sicherer werdet, wenn ihr also das Gefühl habt, der Kram läuft so langsam, dann bringt ihr ein bisschen mehr Flow rein. Werdet lockerer im Handgelenk, versucht nicht mehr ganz so verkrampft zu sein und lasst die Nadel einfach mal laufen. Wenn ich in meiner Schraffur die Linien dicht aneinander setze, so erzeuge ich eine dunkle Fläche. Wenn ich die Dichte auflockere, wenn ich also die Abstände weiter werden lasse, dann wird später auch die Oberfläche heller erscheinen, weil dort weniger Farbe hängen bleibt. Auf diese Weise kann ich unterschiedliche Tonstufen erzeugen. Je detaillierter ich arbeite, umso feiner ist letztendlich der Verlauf von hell nach dunkel. Neben Parallel- und Kreuzschraffur gibt es unzählige weitere Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Oberflächenbeschaffenheiten. Je nachdem, mit welchen Formen ich arbeite, wirken die erzeugten Strukturen anders und suggerieren mir einen unterschiedlichen Eindruck über die Beschaffenheit des Dargestellten. Das Erstellen von Hell-Dunkel-Verläufen durch unterschiedliche grafische Mittel ist eine Übung, die man mit jedem neuen Werkzeug ausprobieren sollte. Man erhält mit der Zeit ein besseres Gefühl für die Handhabung des Geräts und gleichzeitig entwickelt sich auch die eigene Darstellungstechnik weiter. Das Ganze versuchen wir nun im nächsten Schritt anzuwenden, um aus einem zweidimensionalen Kreis eine dreidimensional wirkende Kugel zu erzeugen. Als erstes benutzen wir dafür Formlinien. Mit unserem Strich folgen wir der gedachten Form unseres Körpers. Dabei genügt es schon, die Form an den Rändern der Kugel anzudeuten. Natürlich kann ich das Ganze auch viel stärker ausarbeiten. Bei meiner zweiten Kugel arbeite ich mit Schraffuren, die sich gegenseitig überlagern. Ich versuche hier möglichst fließende Übergänge zu erzeugen, um einen gleichmäßigen Verlauf von hell nach dunkel zu erhalten. Ich wende bei jeder Struktur das gleiche Prinzip an. Verdichten an den dunklen Stellen, auflockern hin zu den helleren Stellen. Die ganz hellen Partien bearbeite ich übrigens kaum bis gar nicht. Durch das Arbeiten mit Schraffuren und Strukturen erziele ich zwei wichtige Wirkungen. Zum einen charakterisiere ich damit die Beschaffenheit der Oberfläche, ob sie glatt, rau, spröde oder flauschig erscheint. Zum anderen erzeuge ich durch lockere und dichte Strukturen den Eindruck von hell und dunkel und dadurch Plastizität. Ihr habt also nun eure Zinkplatte, ihr habt ausreichend geübt und ihr habt euer ganz konkretes Motiv, das jetzt auf die Platte soll. Aber wie? Eine einfache Variante kann hier sein, eure Vorlage mit Hilfe von Kohle oder Blaupapier auf eure Platte zu pausen. Sobald das Kohlepapier zwischen Platte und Vorlagenbild liegt, zeichnet ihr die wichtigsten Linien eures Vorbildes nach. Ihr könnt auch selbst ein solches Kohlepapier herstellen, indem ihr ein Blatt mit Blei bzw. Graphitstift gleichmäßig anmalt. Mit genügend Druck bleibt ein ausreichendes Geisterbild auf eurer Platte zurück. Und bei Bedarf könnt ihr dieses nochmal nachzeichnen. Wir haben also jetzt endlich unsere Vorzeichnung auf unsere Platte und können tatsächlich loslegen.
ich die Konturlinien in die Oberfläche gerissen habe, kann ich erste Formlinien, Schraffuren oder Strukturen hinzufügen, um meine Zeichnung mit mehr Details zu versehen. Beim Erstellen der Details kann ich mich natürlich an meine Bildvorlage halten. Genauso gut kann ich meine Bildfläche aber auch mit anderen Darstellungsmitteln gestalten. Jede Radierung lässt sich, wie jede Zeichnung, unterschiedlich stark ausarbeiten. Eine sehr auf die Kontur reduzierte Darstellung kann dabei ebenso knackig und bestechend sein, wie wenn ich dem Ganzen durch Formlinien mehr Plastizität gebe. Ich sollte mir gut überlegen, wie sehr ich das Bild durcharbeiten möchte, um damit die Wirkung zu erzielen, die ich letztendlich haben möchte. Viel Spaß damit!